Grüezi miteinander. Heute beschäftigen wir uns mit zwei Prinzipien, die in ihrer Ausprägung zu den vielen Besonderheiten des Schweizer Regierungssystems gehören. Dem Kollegial- und dem Departementalprinzip. Beide finden ihre rechtliche Verankerung in Artikel 177 unserer Bundesverfassung. Dort steht erstens, der Bundesrat entscheidet als Kollegium und zweitens, für die Vorbereitung und den Vollzug werden die Geschäfte des Bundesrates nach Departementen auf die einzelnen Mitglieder verteilt. Beide Prinzipien gehören also irgendwie zusammen, sind aber doch als zwei Seiten einer Medaille zu betrachten. Das Kollegialitätsprinzip beschreibt das Zusammenspiel des Bundesrats. Alle seine Mitglieder sind gleichberechtigt und Entscheide werden gemeinsam getroffen. Dabei wird anstelle einer einfachen Mehrheitsabstimmung ein Konsens angestrebt. Der getroffene Entscheid wird von allen Mitgliedern vertreten, selbst wenn die persönliche Meinung von derjenigen des Gesamtbundesrates abweicht. So tritt der Gesamtbundesrat gegen außen mit einer einheitlichen Haltung auf und die politische Verantwortung wird von allen 7 Mitgliedern gemeinsam getragen. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach und es braucht auch eine gewisse politische Kultur dafür. Eine Kultur, die das mitträgt. Die Parteien und auch die Medien sind gefordert, dieses Prinzip zu respektieren und keinen Keil zwischen die Mitglieder der Landesregierung zu treiben. Anzumerken ist noch, dass auch der Bundespräsident ein ganz normaler Bundesrat ist. Er wird von der Vereinigten Bundesversammlung turnusgemäß für ein Jahr gewählt und leitet die Bundesratssitzung. Daneben sind mit seinem Amt vor allem repräsentative Pflichten verbunden. Das Departementalprinzip besagt nichts anderes, als dass die gesamte Verwaltungstätigkeit in mehrere Einheiten aufgeteilt wird, in sogenannte Departemente. Und jedem dieser 7 Departemente steht ein Mitglied der Regierung vor. Da die Regierung jedoch, wie gesagt, als Kollegialbehörde mit kollektiver Verantwortung handelt, ist es nötig, dass sich jeder Bundesrat auch mit den Geschäften der anderen Departemente auseinandersetzt. Wie intensiv sie das tun, hängt nicht zuletzt auch mit der charakterlichen Stärke und dem Gestaltungswillen der einzelnen Bundesrätinnen und Bundesräte zusammen. Die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen, dass Departemente zu kleinen Königreichen werden, deren Könige die anderen in Ruhe lassen, solange sie selbst in Ruhe gelassen werden. Dazu kann es vor allem dann kommen, wenn Departemente über eine sehr lange Zeit von Vertretern der gleichen Partei geführt werden. Das historische Lexikon der Schweiz verweist in diesem Zusammenhang auf die nicht zu unterschätzende Auswirkung der sogenannten medienplebiszitären Demokratie. Bundesrätliche Vorlagen an das Parlament und das Volk werden in der Öffentlichkeit zunehmend mit den Namen der Vorsteher und Vorsteherinnen des federführenden Departements in Verbindung gebracht. Dies hat eine starke Personalisierung der Politik zur Folge, was vor allem dem Kollegialitätsprinzip abträglich ist. Mit den einzelnen Departementen werden wir uns in weiteren Sendungen beschäftigen. Besten Dank.